Einen wunderschönen guten Morgen, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen beim Gamer Impuls. Ich möchte euch wieder den wöchentlichen Reset auf dem Mond zeigen, und da fangen wir gleich mal an mit den Albtraumjagden. Da haben wir einmal Skolas, Omnigul und den Fanatiker. Als Kampagnenmission haben wir eine rätselhafte Störung. Und beim Raid Garten der Erlösung haben wir wieder eine Herausforderung. Überreste, und zwar in der ersten Phase. Dafür werde ich euch auch einen Link in der Videobeschreibung euch reinhauen, damit ihr wisst, wie das Ganze funktioniert. Gut, dann kommen wir noch zu dem wandernden Albtraum. Der befindet sich im Anker des Lichts, hier in der Höhle. Und das ist einmal neben diesem verlorenen Sektor. Gut, Leute, das war's von meiner Seite wieder. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Über einen Daumen nach oben würde ich mich freuen. Und wenn ihr von den Altera der Sorgen wissen wollt, täglich, wie die Waffen sind, gerne bei meiner Community nachschauen. Da werde ich euch täglich einen Post reinhauen, damit ihr wisst, welche Waffe jeden Tag verfügbar ist. Okay, Leute, ich wünsche euch gut Loot und nicht vergessen, immer schön Gamer bleiben.